So. Schauen wir mal das Ganze uns an. Ja, ich habe den zurückgestellt, Rang auf den Kurs so weg. Okay, meine Schuld. Aber werden wir schon irgendwie hinkriegen, würde ich mal sagen. Ist auch für mich eine Abwechslung. Ich hatte die ganze Zeit im Drescher sitzen. Ich mache gerne mal zwischendurch mal was anderes. Bis zu einem gewissen Punkt, wo man sagt, oh ja, ich habe keine Lust mehr. Oh. So. Ja, super, kann man jetzt ausschalten, das. Aber wir haben jetzt die Mission erledigt. Ja, also die 4 ist schon mal abgeschlossen. So, haben wir irgendwo noch irgendwas zwecks wegen einer Düngermission? Nein, ist nichts mehr da. Gott sei Dank, fällt 13 Gruppen. Würde ich mal sagen, den schicke ich jetzt erstmal zum Hof. Schauen wir mal, ob der auch den Weg hinfindet. Dann nimmt er ja jetzt hier so, denke ich mal, aktuell hier den kürzesten Weg, vermute ich mal. Ah, das geht hier über die, vermute ich mal, über die Autobahn. Wir machen weiter natürlich hier mit dem Dreschen. Ich vermute mal, der wird auch irgendwann mal fertig sein. Hoffen wir es. Also, wann er den Rest macht, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was der hier macht. Tja. So, hier sind wir jetzt hier richtig. Am Motor starten sollte ich auch mal. Jetzt den Gang einlegen. Und losfahren, natürlich. Ja, ein bisschen Spaß gehört dazu. Ja, muss mir nachher noch schlau machen wegen meiner Anlage, was ich gerne zulegen möchte. Zwecks Biokraftstoffherstellung. Wir nähern uns dem Ziel, dass ich das also mir kaufen kann. Aber dass ich da Ethanol brauche oder kriege ich da Ethanol raus? Ich muss das googeln. Dadurch, dass ich jetzt den 17er mit Produktion selber nicht so viel am Hut hatte, nur glaube ich ein paar Videos
gemacht habe davon. Ja, aber manche Sachen sind wirklich also ein bisschen, finde ich, sehr also idiotisch oder kompliziert. Ja, einmal wegen die Fahrzeuge zwecks Tricker und so. Wenn du nicht den Hänger hast, so und so, obwohl der andere auch, weil du das nicht damit beladen oder entladen kannst. Beispiel, dass sie es so machen, dass du nicht beispiel Originalfahrzeuge nehmen kannst. Zum Beispiel aus dem Spiel. Finde ich auch ein bisschen blöde. Weil, ist auch ein bisschen, meines Erachtens ein bisschen blöd. Warum muss ich jetzt da einen Mod unbedingt nehmen, wenn es im Spiel einen Hänger gibt, wo ich Kraftstoff laden kann auch und Fahrzeuge betanken kann? Warum muss ich dann einen Mod nehmen? Unbedingt. Wenn es mir von Aussehen nicht gefällt, ja, dann nehme ich einen Mod. Gehe ich mal doch so mal von aus. Jetzt habe ich ja original, zum Teil Originalfahrzeuge jetzt hier in Verwendung, großteils. Könnte ja auch natürlich auf einen Mod zugreifen, aber ich habe halt mit dem Original angefangen, weil es original dabei ist im, bei den Start. Wenn ich keinen Bock habe dann mehr oder so, dann nehme ich halt dann ein Modfahrzeug. Also hat sich eh eigentlich von die Fahrzeuge hier im Spiel von Anfang, wo ich jetzt das LS zocke, natürlich stark verändert. Verbessert zum Teil, mehr Angebot. Ich weiß nicht, wie viele natürlich von euch das noch wissen. Ja, wenn ihr ein Fahrzeug hattet, ja, und ihr habt das also runtergeladen von Internet oder so und habt dann an der Karte gespielt, dann konntet ihr beispiel keinen Hafer laden oder keine Zwiebeln oder Kartoffeln oder so diverse, wenn das nicht also in den Hänger eingetragen war. Also das hat sich jetzt schon mal gut verbessert. Oder ihr konntet keine Hackschnitzel was laden, weil das war nicht eingetragen original im Spiel. Tja, solche Sachen halt. So, wir sind jetzt gleich fertig mit dem Feld. Ich habe da hinten noch was stehen lassen. Das nehmen wir natürlich mit, weil ich habe ja nichts zu verschenken, sagt der leider verstorbene Nico Lauda. Ja, also, wir fahren jetzt mal rüber. Bunkern das Ganze jetzt da ab. Ich sollte mal das Schneidwerk anheben. Das Rohr ausfahren. Super, also das Feld Nummer 11, also das können wir jetzt dann mit gutem Gewissen abstoßen. Wir stellen jetzt den mal ganz kurz mal da hin. Wir haben dann sicherlich noch das eine Feld, was wir dann hier machen und tun. So, wir gehen jetzt erstmal hier natürlich Feld Nummer 7. Land. Ah ja, ich muss woanders rein. Ah, Kollege ist auch da. Gut. So, wir können das Feld Nummer 13 den Gruppern lassen, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich keinen anderen Drecker frei, wo ich sage, das Ding kann ich verzichten fürs Gruppern. Sowas aber auch.
Ja, füllen wir halt dünner auf. Haben wir ja noch ein bisschen was dastehen. Ah, jetzt haben wir wenigstens eines weniger. Ah, ist jetzt auch weg. Okay. Haben wir beide Backpacks jetzt aufgebraucht? So. So. Wir nehmen jetzt hier natürlich hier unseren Gruppe und lassen den hier zu Feld Nummer 13 fahren. So, fahren den jetzt mal hier so raus und schließen das einmal hier. Jetzt stellen wir hier mal ein, Feld Nummer 13. Lassen den so Feld Nummer 13 fahren und wir schauen natürlich jetzt hier natürlich rein. Feld 7 Pacht auflösen. Ja, wir wollen Feld Nummer 7 Pacht auflösen. So, das haben wir jetzt da gemacht und dann können wir später natürlich hier da einen Gedanken drum machen. Ja. Jetzt das hier ist hier uns die Sojabohnen. Ja, das können wir jetzt mal jetzt da hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Hänger hat aber Gewicht hier. Müssten wir mal schauen, ob der jetzt endlich hier das Feld Nummer 3 hier den Auftrag auch erledigt hat oder nicht. Schauen. Also um ehrlich zu sein, der von John Deere, der Sound selber, gefällt mir nicht. Aber weiß nicht, da fehlt irgendwie der gewisse Bums dahinter. So. Also, wir können jetzt den mal rauffahren. Ich glaube, das Feld Nummer 9 ist auch noch zum Landen. Schauen wir mal ganz kurz mal hin. Ja, mal anders hinsetzen. Jeder hat nicht so ganz gutes Sitzfleisch. Da sehen wir jetzt, die Baumwolle wird schon mal hier eingesät. 15 haben wir, glaube ich, die Ernte. Das ist also, was noch ist zu machen. 9, das gehört uns. Ja, wir können ja mal schauen, was hier steht bei Feld Nummer 7 Gruppern. Ja. Hatten wir ja wieder. Also können wir ja auch von mir nehmen. Also Feld Nummer 7 und ja. Da kann er ja hier das gleich dann hier beide Felder machen, statt hier nur eines. Aber man sieht hier, wir ackern hier alles rauf und runter. Wir sind hier ein beliebtes Lohnunternehmen Ballermann und das ist auf alle Fälle wichtig. Nur die Musik daher, die gefällt mir nicht. Nein, das haben wir schon mal gehört, würde ich mal sagen. Ja, schon besser. So. Wir wollen jetzt das Feld Nummer 9, das ist bei mir. Soweit ich weiß, ist es Feld Nummer 9 gewesen, dass wir das hier auch machen. Ich würde selber sagen, wenn ich mir ein Feld dann zulege, dann ist es, denke ich mir mal hier,
von der Größe her, von den Fahnen, denke ich mal. Ja, was wäre denn da für ein? Fällt mir gut. Ja, 11. 11 hier und dann hier unser Hof, zwecks wegen Kraftstoffproduktion. Kurze Wege, Effizienz, für andere Sachen natürlich ja optimal, würde ich mal sagen. Das ist genial, würde ich sagen. So, er macht ja immer noch hier also seine Lohnarbeit. Okay, warum fährt er zum Händler rein? Ah, ne, er fährt nicht zum Händler, das Sägewerk. Wir schauen jetzt mal. Okay, da ist noch. So. Er ist leer. Ja, wir machen jetzt das ganz anders natürlich hier. Den schicken wir jetzt auf Feld Nummer 9. Ach, ich schalte immer vor lauter Gewohnheit immer wieder hier das Falsche an. Also er soll mal erstmal hier Feld Nummer 9 hinfahren. Weiß nicht, warum er jetzt nicht fährt. Hat das wegen was wegen dem Drescher zu tun? Kann auch sein. Zurück. Ja, das hat was mit dem Drescher zu tun gehabt. Also. Okay. Wir sind gleich jetzt hier angelangt. Dann können wir ja mal hier natürlich da bleiben. Da haben wir hier Feld Nummer 13. Müsste Feld Nummer 13 sein. Da hat er was hier zu tun, muss ich wirklich sagen. Das Feld ist nicht gerade klein. Das hier mit den kleinen Gruppen. Ich glaube, ich bin gemein, gell? Ja, da sind wir jetzt auch hier auf dem Parkplatz angekommen. Okay. Gut. Wir machen den jetzt da hier auf einem anderen Punkt natürlich. Klappen hier den da erstmal aus. Lassen den dreimal rundherum fahren, würde ich mal sagen. Den lassen wir erstmal drehen. Wir machen den jetzt hier natürlich hier Startziel. So, mal retour. Wenn man sieht, also schwer, hier, wenn man ein Chef eines Lohnunternehmens ist, der was jetzt da hier viel immer zu tun hat. So, ich habe hier die Stoppelfunktion, wie wir hier sehen. Also aktiv. So. Wir wollen natürlich hier Feldarbeit wollen wir machen. So. Wir sind ja jetzt hier, Feld Nummer 13. Dreimal lassen wir den Kreis fahren, ist besser. Dann haben wir 15 Meter, wo der hier fahren kann. Scharf, ja so und so. Rauf und runter. So, ist das nicht cool? Will doch dreimal im Kreis fahren. Ja, optimal. Speichern. Ups. 13. Dass ich dazu weiß, welcher das ist eigentlich.
So, jetzt hat er hier was zu tun. Natürlich. Und ich kann natürlich mich dann um das andere natürlich kümmern. So. Wir schauen mal nochmal bei den Verträgen nach. Ist da noch schon irgendwas abgeschlossen? Nein. Die Ernte ist noch nicht da. Das Aussehen ist schon gut aktiv. 99% haben wir schon mal abgeliefert. Okay. Ja, da haben wir hier noch einiges hier. Da hat irgendwer durchdrehende Reifen. Da sind wir hier. Kein Wunder, dass ja nicht alles hier ist. Wenn der da vorne ja alles hier hat stehen lassen. Wenn der dann hier fertig ist, dann kommt er auf die andere Erntemission. Aber der wird dann nachher dann den hier auf Feld Nummer 13 hier ablösen, dieser, dass er das natürlich daraus lernt. Es kann doch nicht so sein, dass der hier so viel stehen lässt. So viel. Tja. Kein Wunder, dass der Chef mich anruft und sagt, ey Franz, es gibt's, wir sind jetzt so lange schon Partner, machst immer gute Arbeit und jetzt fängst du auf einmal so mit an. Was? Ja, schau dir doch das mal am Feld an, was hier deine Leute hier machen. Ich sag ja nichts, wenn immer ein paar Büschel hier stehen bleiben, aber gleich ein paar Prozent hier, das geht nicht. Muss ich hier aber wirklich gleich mal schauen. Hier. Durchdrehende Reifen. Lohnarbeit, Feld Nummer 3 abgeschlossen. Ja, super. Aber ich tue das den Rest hier nochmal dreschen. Weil ich will ihn nicht als zufriedenen Kunden natürlich verlieren. So geht es aber auch nicht.